Meine Damen und Herren, ich habe ja bereits eröffnet, es stelle ich die Beschlussfähigkeit fest. Das ist so, keiner widerspricht. Damit können wir in die Tagesordnung eintreten. Die Tagesordnung vom 13. März 2018 sowie ein Nachtrag vom heutigen Tag mit insgesamt 58 Punkten liegen Ihnen vor. Wie Sie dem Nachtrag der Tagesordnung, Tagesordnungspunkt 53 bis 57, entnehmen können, sind 5 Anträge betreffend eine Aktuelle Stunde eingegangen. Nach § 32 Absatz 6, meine Damen und Herren, bitte, wir haben eröffnet, die Sitzung läuft. Hallo. Nach § 32 Absatz 6 beträgt die Aussprache für jeden zulässigen Antrag auf Abhaltung einer Aktuellen Stunde 5 Minuten je Fraktion. Wir beginnen damit am Donnerstag um 9 Uhr. Weiter gibt es zur Tagesordnung nichts zu vermelden. Sie ist damit genehmigt, wenn keiner widerspricht. Das ist der Fall. Damit verfahren wir entsprechend. Wir tagen heute bis 19 Uhr, beginnen wie immer mit der Fragestunde, Drucksache 19/61/18 und danach mit Top 2. Entschuldigt fehlt Herr Staatsminister Dr. Schäfer bis 15 Uhr. Frau Kollegin Dorn ist erkrankt, ebenso wie Frau Kollegin Löber. Auch erkrankt. Beiden wünschen wir von hier aus eine gute Genesung. Meine Damen und Herren, wir haben wieder einige Persönlichkeiten hier in den Kunstwerkstrukturen unserer Rückwand. Ausgewählt vom Franziskanergymnasium Kreuzburg, Jahrgangsschule 10/11, sowie 9 Praktikanten des Hessischen Landtages. Wir sehen Anne Frank. Wir sehen Anne Frank, Johann Wolfgang von Goethe, Wilhelm Grimm, Jakob Grimm, Otto Hahn, Konrad Duden und den Landgraf Philipp von Hessen. Einen besonderen Geburtstag, nämlich seinen 70. hat begangen und gefeiert der Kollege Frank Kaufmann. Lieber Herr Kaufmann, er feiert noch. Ich halte im Protokoll fest, dass wir ihm alle herzlich gratuliert haben.